Frau Münger, Ihre zwei Goals sind am Schluss halt schon Gold wert gewesen, weil die Partie ist, glaube ich, schon zu Zürich halb entschieden gewesen, oder? Ich denke, klar habe ich vielleicht zwei Goals gemacht, aber ich denke, ein Goal ist immer eine Teamleistung. Es braucht immer jemanden, der Rassist gibt, es braucht immer jemanden, der vorher den Ball erobert. Und ich denke, es ist sicher nicht nur an mir gelegen, sondern am ganzen Team. Und ich denke auch, dass die Partie noch nicht entschieden war. Wir hatten plus 1 Goal gehabt, aber ich denke, wir haben es letztes Jahr gesehen. Wir waren selber in dieser Situation und sie hingen gesehen. Die Playoffs ist alles offen. Aber ich denke, wir haben das sehr souverän gemacht und stehen verdient im Finale. Zürich ist recht mit Druck gekommen, das haben wir am Anfang gemerkt. So die ersten 10 Minuten haben wir ein bisschen Mühe gehabt. Wie habt ihr euch aus dem Druck können befreien? Ja, ich denke sicher, dass wir uns nicht verunsichern haben. Wir sind sehr ruhig geblieben. Wir haben gewusst, dass wir können unser Spiel durchzogen. Und ja, am Schluss gewinnen wir hier 1-0 und wie schon gesagt, stehen verdient im Finale. 1-0 stehen verdient im Finale. Warum nicht noch mehr Goal? Ich habe das Gefühl, dass 1-0 nie ganz so bequem war, wie ihr es gerne hättet. Ja, ich denke sicher, dass wir vor dem Goal noch 1-2 Chancen mehr hätten können nutzen. Aber schlussendlich, wie gesagt, ich denke, wir haben souverän am Schluss über die Zeit abgespielt. Wir haben unsere Chancen gehabt. Ich würde sagen, wir sind klar das bessere Team gewesen. Und ja, wie gesagt, wir stehen verdient im Finale. Verdient im Finale auch wieder hier im Wieler. Was sind denn die Prognosen? Ja, ich denke, es gibt keine Prognose. Es ist ein Spiel, es kann alles passieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden alles geben, wir werden Vollgas geben. Und wenn wir unser Spiel durchziehen, bin ich mir sicher, dass wir da mit dem Meistertitel am Platz gehen können. Basel oder St. Gallen, wer ist Ihnen lieber? Schlussendlich ist es mir eigentlich egal. Hauptsache steht ein Gegner vis-à-vis. Und wir werden alles geben, dass wir den Meistertitel holen. Frau Lampard, ihr habt ja mit recht viel Gas in den Match gestartet. Wie viel hat dir wirklich gefällt für den wichtigen Treffer? Ja, es war schon sehr knapp am Anfang. Ich denke, wenn wir dort früher hätten das Goal schiessen können, dann, also überhaupt das Goal, wenn wir dort früher hätten können, den Ball ins Goal tun, dann wäre es sicher anders rausgekommen. Aber so nach 20 Minuten ist es die Hitze, ist es irgendwie der Glauben an euch gewesen. Warum hat die dann ein bisschen mehr vom Spiel bekommen? Ja, die Hitze würde ich jetzt nicht sagen, weil es sind ja die gleichen Bedingungen. Aber ja, schwierig. Am Anfang haben sie mehr gehabt, nachher sie. Ich habe jetzt keine Antwort darauf. Dann kommt das Goal und ich glaube, das hat euch so ein bisschen das Knick gebrochen, weil ihr seid nie mehr mit dieser Intensität zurück im Match gekommen. Sehen Sie das anders? Ja, also klar war es ein Rückschlag, aber wir haben nie die Hoffnung verloren bis am Schluss. Und jetzt ist es halt so. Jetzt sind wir halt nicht im Finale, es kann sein, aber wir sind schon mal hierher gekommen. Wie war die ganze Saison für euch? Ja, wenn man jetzt die Saison anschaut, wir haben sehr gut gestartet. Dann haben wir gegen den Schluss ein bisschen nachgelassen. Aber ja, wenn man jetzt die gesamte Saison anschaut, muss man auch sagen, dass IBE verdient im Finale steht. Auch wenn wir es sehr gerne auch gemacht hätten. Jetzt heisst das Sommerferien, schon ein bisschen kleiner als die anderen. Was bedeutet das für Sie? Wie gehen Sie in die nächste Saison rein? Ja, ich würde sagen, gleich wie diese Saison. Wir haben sehr gut gestartet, wie schon gesagt. Und ja, klar hätten wir gerne später Sommerferien gehabt. Jetzt haben wir es halt früher. Frau Schwer, dritte Finale in Folge, sechste Finale in Folge für die Young Boys. Bedeutet das überhaupt noch etwas? Ich hoffe schon. Ja, ich glaube, der Jubel ist ein bisschen dezenter ausgefallen als letztes Jahr. Die Spielerinnen haben aber gefunden, es ist grundsätzlich mega souverän gewesen. Es ist nicht beschreibbar mit den Emotionen von letztes Jahr, aber ich glaube, sie wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir wieder im Finale sind. Ja, irgendwie die Emotionen haben letzte Woche vielleicht ein bisschen gefehlt wegen dem Wetterumschwung und wegen dem Youth Cup heute. Ja, ist einfach die Luft irgendwie bei beiden schnell mal draussen gewesen. Zürich kommt mit Druck und ihr lernt irgendwann nach 10, 15 Minuten euch daraus rauszuwehren. Haben Sie dort ein kurzes Gefühl gehabt, oh, wir müssen noch aufpassen? Ich finde am Anfang, ja, Zürich, also sicher der erste Teil des Spiels gehört ganz klar Zürich. Ich glaube, sie haben es dort super, eben, sie sind höher gepresst als letzte Woche, wo wir bedingt so erwartet haben. Ich glaube, nachher, wo wir die Mittel dagegen gefunden haben, war wie klar gewesen. Ja, also das Goal fällt auch noch sehr gut oder in einer guten Phase für uns. Und nachher war es wie so, ja, müssen wir noch mehr? Ich glaube, die Spielerinnen haben sehr, sehr souverän das abgespielt. Ich als Trainerin hätte mir gewünscht, dass vielleicht irgendwann noch das zweite fällt, aber grundsätzlich ein riesiges Kompliment ja, in der Art und Weise, wie sie es heimgebracht haben. Ich glaube, die Souveränität die zeichnet auch vielleicht auch letztes Jahr und das Jahr auch die Position in der Liga noch aus. Irgendwie jedes Team weiß einfach, wie man mit einer Führung umgehen kann. Wär's, ich meine, heute macht es ja nichts, weil man hat ja schon
das Resultat vom letzten Match im Rücken gehabt, aber wird das vielleicht auch mal zum Verhängnis, wenn man zum Beispiel in einem Finale sich ein bisschen zurücklehnt, nach einem 1-0? Ich glaube, es ist sicher immer das Risiko da. Ich glaube, die Spielerinnen von uns, ja, wir sind uns gewöhnt, dass wir in vielen Spielen relativ schnell mit einem guten Vorsprung sind. Ja, ich wünsche mir einmal, dass das Spiel, also auch heute finde ich so, es ist so knapp geblieben. Es war immer irgendwie, ja, vielleicht geht es noch durch eine Einzelaktion, kommt Zürich vielleicht gleich noch. Ja, ich würde mir dort wünschen, dass wir mehr von diesen Situationen haben, wo wir wirklich auch beissen müssen. Auf der anderen Seite, ja, ist es souverän, dass wir die Situationen vielleicht nicht haben. In 10 bis 15 Minuten wissen wir dann auch, ob Basel oder St. Gallen, haben Sie einen Liebling? Eigentlich überhaupt nicht, nein. Mit meinem Hintergrund St. Gallen wäre schön. Ich komme von dort, habe lange dort gespielt. Auf der anderen Seite finde ich, Basel ist immer sehr ein harter Gegner. Wir haben dort sehr coole Duelle auch gehabt, auch im Youth Cup das letzte, wo unglücklich oder wo wir nicht können für uns entscheiden. Ich freue mich für beide. Hoffe, es gibt ein spannendes Spiel. Was könnte Young Boys jetzt noch machen, um im Finale mal einen drauflegen und den zweiten Sieg für sie im dritten Finalspiel klar machen? Ich glaube, in dieser Souveränität liegt schon auch drin, dass wenn man möchte, dass man nochmal einen Gang aufschalten können. Ich habe das Gefühl, heute haben wir wie nicht müssen und darum, ja, mit der Hitze, den Umständen entsprechend, ja, ist vielleicht nicht zum Vorschein gekommen. Aber ich bin überzeugt, wenn man möchte, dann schaffen wir es nochmal einen weiteren Gang einzulegen. Iman Böne und ein, zwei andere Spielerinnen, die vielleicht noch spielberechtigt wären, wäre das ein Thema für das Finale? Ich glaube, wenn man die Belastung der Spielerinnen anschaut, eher weniger. Schlussendlich ist es alles oder nichts Spiel, wo es eh wenig gibt. Heisst, es könnte ein Thema sein für die Spielerinnen, die Potenzial haben. Aber grundsätzlich, ja, muss man in jedem Einzelfall ganz klar anschauen. Aber auch sonst müssen viele Spielerinnen, die darauf drängen, das Finale spielen. Sie sind jetzt auch aufgenommen worden für das A-Diplom. Das heisst, der nächste Schritt, der wartet nach dem dritten U19-Finale. Wahrscheinlich denken auch all die anderen Vereine, wenn Gott die endlich. Was denken Sie, wie sieht Ihr Sommer aus? Ich glaube, relativ entspannt. Ich glaube schon recht klar, dass ich noch mal ein Jahr werde bleiben. Das Team wird wechseln, es werden wieder neue Spielerinnen kommen. Im Nachwuchs ist das so, dass man eigentlich nach jedem Sommer bei Null anfängt. Ich spüre mal in der ersten Woche, wenn man so das Gefühl hat, du gibst sie ab und nachher kommst du es wieder über nach einer längeren Pause und du denkst so, oh, gibt wieder viel Arbeit, aber das ist auch das Coole. Und darum freue ich mich auch auf die nächste Saison, noch hier zu bestreiten. Aber zuerst haben wir noch ein Final. Live hier aus dem Wieler auf Abseits. Danke für den Erfolg. Merci vielmals. Herr Üsküp, ihr habt ja mit recht viel Druck angefangen. Ist das die Devise auch von der Bank aus, hey, wir müssen gerade am Anfang das Goal suchen? Ja, wir haben gut gestartet, das ist ja so. Das Ziel ist einfach geduldig spielen vor allem, mit reinlaufen. Klar haben wir am Anfang das Goal schiessen. Wir haben auch offensiver gespielt als letzte Woche. Aber das Ziel war geduldig und kein Goal bekommen auf jeden Fall. Und leider ist recht früh das 1-0 für ihn bekommen nach einem individuellen Fehler. Individuell Fehler, aber ich sage auch schon etwas kleiner. Ihr habt nach der 20. Minute den Elan ein bisschen verloren. An was ist das gelegen? Schwierig zu sagen. Also das Ziel ist klar, du musst Goal schiessen, du willst den Match gewinnen. Du weißt, IB ist stark. Vorne voll drauf, wir haben versucht, Goal zu schiessen. Keine klaren Torchancen können erarbeiten, hundertprozentige. Zone 3 recht Mühe gehabt, Zone 3, und dann haben wir ein bisschen nachgelassen, das ist ja so. Aber ich sage, eigentlich bis zum Goal war es gut gewesen, bis zum Goal. Und in der zweiten Halbzeit, am Schluss, wechselt er sogar noch von der Dreierkette hin, er rührt alles nach vorne. Was wäre der Schlüssel gewesen, um dort noch den Anschlusstreffer zu bekommen? Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, wir haben klar alles nach vorne geworfen, die Rüche umgestellt. Irgendwie hat es eben gefällt, Zone 3. Also wir können nicht zu einer Torchance kommen in der Zone 3. Zone 1, hinten sind wir gut gewesen, relativ stabil gewesen. Zentrum haben wir auch gut im Griff gehabt, aber vorne hat es irgendwie gefällt, der letzte Pass, die letzte Entschlossenheit zum Abschluss kommen. Jetzt heisst es halt ein bisschen kleiner Sommerferien. Kein Final mehr, kein Platzierungsspiel mehr. Wie geht ihr mit dem um als Team? Ja, das ist bitter. Gerne hätten wir das Finale gespielt natürlich in der nächsten Woche, aber nicht lange. Gratulation an IB, auch für die tolle Saison, die sie hatten. Wir haben normales Training noch, die nächsten paar Tage, Training, Ferien und dann gibt es einen Neustart. Neue Saison nochmal angreifen. Und wie sehen Sie das Fazit von der ganzen Saison insgesamt, der Verlauf vom Team? Der Verlauf vom Team, wir sind eigentlich sehr gut gestartet in der ersten Runde, haben sehr viel Sieg reinfahren. Auch die Spieler waren sehr stark gewesen, dann haben wir gegen das Ende nachgelassen. Halt auch viele Spielerwechsel gehabt. Oben U-Geschichte, U17-Geschichte etc. Wir hatten nicht mehr das Kader, das wir durchgefangen haben, aber positiv. Jetzt mit dem Halbfinale gegen IB, guter Abschluss, Kampfschluss. Was ist denn wieder für die nächste Saison? Was muss
von Anfang an besser laufen, dass ihr dann am Schluss halt das Finale ins Auge fassen könnt? Ja, ich glaube, viel hat nicht gefehlt jetzt. Ich glaube, genau gleich gut starten, das Bestmögliche rausholen von Anfang an. So viele Punkte reinholen, wie es geht am Anfang, in der ersten Runde vor allem. Stabil sein als Mannschaft, gute Stimmung gehabt. Das ist nicht zu schaffen und ich glaube, es fehlt nicht viel. Es hat nicht viel gefehlt am Schluss.